Kannst gerne wieder Werbung machen, wenn du willst. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Dun, dun, Was dun. hat denn damit zu tun? Mach eine Klappe. Nicht klappen. So. Das war nämlich lustig, weil wir dann am Sonntagmorgen im Zug saßen. Und dann hast du so gemeint, ja, willkommen zur neuen Sendung, Warten im Zug. Also voll die Actionmusik. Jetzt film ich. Willkommen zu unserer neuen Sendung, Warten im Zug. Letzter Tag auf unserer ewigen Reise ins gelobte Land. Wir sind fertig. Also ich? Wieso nicht so? Die freut sich. Buja! ja, was kann man noch sagen, außer ich mag keine weiße Schokolade. Sei froh, dass du überhaupt was kriegst. Siehst du, das haben wir nämlich noch gar nicht erzählt. Das, warte, am Samstag war das. Darf ich? Willst du? Mach du, komm. Ja, wir quälen uns früh um 6 aus dem Bett. Hier so Bodypaint, Homestuck ist ja nicht gerade ohne. Schleppen uns zum Bahnhof. Am Samstag waren wir beide auch schon sehr erschöpft. Ja. Ja, und wir stehen am Gleis, ganz pünktlich. Und es kommt die Durchsage. Am Gleis 5, der E6 nach Leipzig. Dieser Zug fällt heute aus. Und wir haben uns angeguckt. Und dachten so, nee, das können die nicht machen. Es ist der LWM-Samstag, dieser Zug kann nicht ausfallen. Und man hat es auch so gesehen, also alle am Gleis standen so und dachten so, nö, ich gehe hier nicht weg. Und wir hätten auch gar keine andere Chance gehabt. Es geht nur auf den nächsten Zug warten. Ende. Und 5 Minuten später fährt ein Zug ein und während der schon halb am Gleis steht, wird gesagt, ja, übrigens hier jetzt, das ist ein Ersatzzug. Es ist ja noch nicht mehr Ersatzzug, sondern es wird für sie bereitgestellt, bla 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 nach Leipzig. Wo ich dann so dachte, warum musstet ihr jetzt Panik machen? Weil das war so eine Viertelstunde, bevor der Zug überhaupt regulär angekommen wäre. Und der andere kam auch noch vor der Abfahrtszeit. Also wir sind vollkommen pünktlich losgekommen. Und Sonntag war ich wieder unglaublich energetisch, weil ich mich schon das gesamte Wochenende drauf... Energetisch. Energisch, Energie erfüllt. Voll pumped, weil ich das ganze Wochenende mich schon drauf gefreut habe, Ron zu machen. Und das war voll süß. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe den Kain gesehen. Der Kain hat mich gesehen und wir haben uns beide gleichzeitig so wie... Oh. Also sie mochte meinen Cosplay, ich mochte ihr Cosplay und dann yay. Du brauchst wirklich mal Coscards. Ja. Oh, das war Katze. Das war der... tolle Dirk von der Konichi 2013. Ah, ja. Das ist die? Ja. Echt? Was? Ich hab dann auch noch... Oh, der LeChuck. Das muss ich dazu sagen. Der LeChuck war an diesem Tag der Einzige, der auf mein Cosplay hin einen Insider-Witz gerissen hat. Ich habe ihn gefragt, hey LeChuck, kann ich ein Video von dir machen? Und er sieht mich als Ron, nimmt seinen Mantel zurück und meint so, nur wenn du meine Affen streichelst. Und ich so, ah, Affe. Das war wirklich cool. Du hättest auch so hoch quietschen müssen wie, ich bin ganz allein. Ja, da saß ich am Sonntag sehr lange alleine rum. Gar nichts dafür, ich saß am Sonntag wieder am Stand. Merlin kam ganz kurz mal vorbei, aber der musste dann auch schon weiter, bevor die anderen kamen. Der hat noch Shootings gemacht und dann saß ich da so wirklich ganz allein. Und ab und zu kamen Leute, ja, hey, ist der Baum hier noch frei? Und so, nein, da kommen welche. Mein Baum. Wie so ein Hund. Die waren toll. Aber ich glaube, die habe ich nochmal gemacht. Naja. Weil ich mich gespiegelt habe und... Was ist das? Weil die beim Laufen diese
Also die machen voll krasse Bewegungen, wenn die laufen. Ich habe leider die Kamera nicht so schnell rausgekriegt, aber die sind echt allein creepy. Schon das Geräusch fand ich cool. Nicht die Zwerge fotografiert, gefilmt, weil die haben echt nur Faxen gemacht die ganze Zeit und konnten für kein Foto stillstehen und die waren so süß. Das sind Killifilli und Bofur, glaube ich. Bofur, Bimbo, Bombur. Ah! Voll mit Sally hübschen Selfies gemacht. Selfies. Oh, Patterson und Findus. Who the fuck ist das? Das war eine Serie auf Kika, kennst du nicht? Nie gehört. Candy Corn. Horn sensitive. Oh, you made them cry. Und ich habe dann gewartet, bis sie fertig war und hat trotzdem süß. Wer ist das? Oh mein Gott, ich hab die so angequietscht. Der Barbie! Weil der hatte mich noch kurz abgefangen, als ich mir was zu essen geholt habe. Und ich hatte noch nicht gefloggt und da hat er mich, habe ich ihm gesagt, ja, ich könnte auch mal zu deinem Stand kommen, noch mal ein bisschen floggen und hat er mir ein bisschen was über seinen Stand erzählt. Die haben direkt mit ihrem Maskottchen ein Videospiel generiert. Ich finde das so geil. Das ist so ein ganz kleines, putziges Maskottchen, das musst du dann steuern mit links und rechts und so hoch kommen wie nur möglich und dann kannst du ganz, ganz, ganz tolle Sachen gewinnen, nämlich Süßigkeiten, was gibt's noch? Genau, Buttons, Zeug und Anstecker und Ohrringe und ja, unser Team ist wieder fleißig mit dabei. Unser Gerrit, der macht, hilft beim Fotostudio mit und druckt da die ganze Zeit fleißig Fotos aus von den Cosplayern, die sie haben knipsen lassen. Was haben wir ansonsten? Ja, unsere beiden Fotografen, der Arne und der Konstantin, die sitzen da hinten gerade rum und machen gerade mal Pause oder kommen zumindest. Arne ist mittendrin irgendwo und unser Marian, der ist gerade an unserem Conman Jumper und hat gerade ein neues Opfer gefunden. Ah, die Glinda! Die hätte eigentlich noch eine Elferbar gehabt, aber da hat sie mir erzählt, die ist genau, also so 2 Minuten vorher auseinandergefallen und musste sich dann noch flicken und... Auseinandergefallen? Ja, das Kleid, das sie hatte. Meine Elferbar ist auseinandergefallen. Puh, das Video war auch süß. Daraus muss ich auch unbedingt ein GIF machen. Ja, das ist... Moment, Moment. Aber ich habe... Schau mal, Captain Moll! Das Grand Highblood, oh mein Gott. Die waren beide so in Charakter. Lauter! Was? Lauter! Das Geile war, da sind dann wirklich Leute stehen geblieben, die nicht zu Homestuck gehören, haben dem zugehört, wie er so gepredigt hat. Das war so süß. Oh, so toll, dass du den noch gefunden hast, Eduard Laser. Der war am Samstag schon da und als ich da langgelaufen bin, habe ich meine Kamera nicht dabei gehabt und dachte so, oh, scheiße. Gott, warum hast du meine Kamera gesehen, nicht dabei? So und, geil, und dann am nächsten Tag so, oh mein Gott, da ist er! Jetzt! Und so, hey, meine Verlobte findet dich voll toll, ich brauche ein Video von dir. Kannst du irgendwie eine Kampfpose machen? Ja, ich mache einfach eine Laserschelle. Ach, Eduard Laser ist der Größte. Schade, dass ich die Tierstruppe nicht gefunden habe, nicht gesehen habe. Weil die gab es nämlich auch. Es gab tatsächlich Schmuff, Geronimo, Zacharias und die haben einen nackten, fetten, haarigen Mann reingelassen? Ja! Oh, Scheiße. Aber er war nicht nackt, keine Sorge. Der hatte schon Cosplay an sich angehabt. Aber ich fand es halt so toll. Und die hatten, glaube ich, auch eine Svea noch mit dabei gehabt. Und Blöki, das Schaf, das dümmste Schaf der Welt. Die waren so toll. Und es gab Fotos davon auf Twitter. Und ich habe diese verdammte Gruppe nicht gesehen. Aber die sollen echt episch gewesen sein.